gescheiterten Aufstand 1534 wurden die Führer der Wiedertäufer auf dem Marktplatz öffentlich zu Tode gefoltert, ihre Leichen in eiserne Käfige gelegt und am Turm der Lambertikirche aufgehängt. Was wir hier sehen, sind die Nachbauten der Wiedertäuferkäfige. Die Originale befinden sich noch immer am Turm. Aber heute sind die Käfige natürlich leer. Hier kriegen meine Kunden ja einen Kulturschock. Erstens hast du keine Kundschaft und zweitens brauche ich das für mein Referendariat. Auf einmal? Du bist doch schon länger in dieser Kanzlei. Nee, den Teil habe ich hinter mir. Ab morgen geht's bei der Staatsanwaltschaft los. Lust, das heute Abend zu feiern? Heute? Nee. Heute ist ganz schlecht. Weil? Weil ich arbeiten muss. Überstunden. Überstunden als Beamter? Als gewissenhafter Finanzbeamter hat man... Eggy, reg dich ab. Staatsanwälte mag auch kein Mensch. Und du willst da wirklich hin? Georg, stell dich nicht so an. Die Staatsanwaltschaft ist ein ganz normaler Teil des Justizwesens. Sind Rechtsanwälte auch. Ja, aber bei einem Anwalt war ich ja jetzt lang genug. Ja, bei Wilsberg? Für dich. Wilsberg. Hier ist Gabriel. Erinnerst du dich noch an mich? Gabriel. 1976, Münster. Der Ho Chi Minh-Trupp. Sagt dir das noch was? 1976? Bist du der Gabriel, der damals die Demos organisiert hat? Genau der. Hey. Und der dann ein halbes Jahr im Knast saß, wegen schwerem Landfriedensbruch? Moment, 2,5 Monate. Ich habe lange nichts mehr von dir gehört, Mensch. Was treibst du denn jetzt so? Machst du immer noch Revolution? Nun ja, Revolution würde ich es nicht mehr nennen. Weswegen ich anrufe, hast du etwas Zeit? Aber Priester? Genau. So richtig mit Zölibat? Und allem drum und dran. Wie kam es denn dazu? Weißt du, Georg, damals in der U-Haft, da hatte ich plötzlich sehr viel Zeit und ich begann über manches nachzudenken. So über Gott und die Welt? Mir wurde plötzlich immer klarer, wie schwach ich eigentlich war, wie ungefestigt. Ja. Bodybuilding kam ja für dich noch nie in Frage. Ja, und ich begann Theologie zu studieren. Deine neuen Genossen sozusagen? Mein Seminarjahrgang. Wir treffen uns jedes Jahr und ich mache immer ein paar Fotos. Sind leider ein bisschen gelbstichig. Eigentlich merkwürdig. Ich meine, dass wir uns nie über den Weg gelaufen sind die ganzen Jahre. Vermutlich warst du nicht allzu oft in der Kirche. Könnte was dran sein. Naja, ein Privatdetektiv, der ständig in die Kirche rennt. Möglicherweise hätte ich dich dann gar nicht angerufen. Du hast mich angerufen, weil ich Privatdetektiv bin? Ja, im Auftrag von Monsignore Katz. Das ist weltlich gesprochen mein Chef. Ach. Und er hat eine untreue Ehefrau. Nein. Wie soll ich sagen? Wir machen uns Sorgen. Nein, nein, nein. Das geht zu weit. Jeder, der mich kennt, weiß, dass das absurd ist. Lass uns später darüber reden. Nein, ich will das jetzt. Sind wir zu früh? Wo bin ich denn? Das ist Walter Moorwessel. Für die Kirchen in Münster zu verschönern. Aha. Keine Frage, Walter. Die neuen Kirchenfenster sind wunderschön. Eben deshalb. Muss ich mich dann solchen Verleumdungen aussetzen? Ich bin sicher, wir werden diese Dinge aus der Welt schaffen. Das denke ich auch. Meine Herren. Guten Tag. Herr Wilsberg? Genau der. Monsignor Katz. Bitte sehr. Nach Jahrhunderten der Dunkelheit treten die Wiedertäufer wieder ins Licht. Um jene dunklen Seelen zu vertreiben, die ohne Moral sind und einem falschen Glauben erliegen. Endlich wird die Wahrheit des Schöpfers eure Götzen zerschmettern. Wir sind wieder da. Sie sind wieder da? Nach 473 Jahren. Die Tyrannei der Wiedertäufer wurde damals durch die Kirche beendet. Tyrannei? Eigentlich kämpfen die für so eine Art Urkirche ohne Besitz, ohne Hierarchie. Georg, Sie haben damals alle Grenzen überschritten. Bücherverbrennung, Enteignung. Vertreibung aller Andersdenkenden. Immerhin haben sie die Vielweiberei eingeführt. Was es ihnen gebracht hat, ist ja wohl bekannt. Erfolglosigkeit ist das Schicksal vieler Revolutionäre. Ja, und die letzte Schlacht, die entscheidende, haben sie verloren. Gegen die Truppen des Bischofs. Und jetzt glaubst du, jemand will diese entscheidende Schlacht doch noch gewinnen? Mit anonymen Anrufen?
Hat Gabriel Ihnen nicht erzählt, was letzte Nacht vorgefallen ist? Hallo Anna, du hier? Und schon wieder im Gehen. Ein Übereifriger hat uns alarmiert, aber mit Mord hat es nichts zu tun. Nur grober Unfug. Nur? Ah ja, rein juristisch. Aber die Polizei wird sich doch darum kümmern. Die Kollegen machen das schon. Aber sie haben ja auch einen Spezialisten dabei. Ihr kennt euch? Flüchtig. Der Täter hat die Gebeine rüber ins Stadtmuseum geschafft und sie dann in einen dieser Wiedertäuferkäfige gelegt. Herbert Friedenböck. Er hat damals für das Bistum gearbeitet, als Gärtner. Er ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und warum buddeln diese Wiedertäufer ausgerechnet seine Knochen aus? Genau das sollst du herausfinden. Du bist Ecki? Ja. www.verliebtinmünster.de? Genau. Ich bin Claudia. Hallo. So. Danke. Wie hast du mich erkannt? Das gelbe Hemd. Wir haben noch mal über unsere Lieblingsfarben gechattet. Richtig. Ich hoffe, dir gefällt das, Raphael. Man sagt, es sei der Treffpunkt der Reichen und Schönen. Du bist schön und ich tue, was ich kann. Und was tust du eigentlich, was du kannst? Ich hatte ja im Chat schon angedeutet, dass ich in der Finanzbranche bin. Ich habe mich besonders auf Verwaltung spezialisiert. Ach, Vermögensverwaltung. Sagen wir, ich habe oft mit großem Vermögen zu tun. Faszinierend. Findest du? Nur Leute, die arm sind, glauben, dass Geld nicht erotisch ist. Man muss mit Geld umgehen können, spielerisch. Genau das sage ich auch immer. Du auch? Ich bin Fondsmanagerin. Ah, Fondsmanagerin. CW Investmentfonds. Mindesteinlage 50.000. Vielleicht wäre das auch was für deine Mandanten. Ja, klar. Warum nicht? Dann denke ich, dass dieses Treffen auf keinen Fall das letzte sein sollte. In meinem Studium habe ich mich auf die unterschiedlichsten Schwerpunkte konzentriert. Von daher kannte ich eine ganze Reihe von Fällen. Das hier sieht aus wie Kidnapping. Kidnapping? Irgendwer hat letzte Nacht aus dem Elisabeth-Krankenhaus einen Säugling mitgenommen und ihn dann wenig später auf einer Kirchentreppe wieder ausgesetzt. Oh, ja, das ist ja dann nicht nur Kidnapping, da kommt ja dann auch schon noch... Schon gut. Da kümmert sich bereits die A2 drum. Grabschändung,
Soll ich vielleicht... Das geht an die A1. Ach, aber vielleicht das hier. Ja. Fahrerflucht. Irgendwer hat letzte Nacht auf der Bielefelder Straße einen Stromkasten umgefahren. Großer Schaden, keine Zeugen, Tatzeit 0.38 Uhr. Woher wissen Sie die genaue Tatzeit? Weil um genau 0.38 Uhr in der ganzen Straße der Strom ausfiel. So. Und jetzt verteilen Sie bitte diese Akten an die Abteilungen. Frau Friedenböck? Ja, bitte. Mein Name ist Wilsberg, ich bin Privatdetektiv. Ich komme im Auftrag von Monsignore Katz. Was wollen Sie von mir? Ich überbringe das aufrichtige Mitgefühl des Bistums. Darf ich reinkommen? Wer tut denn sowas nur? Herbert war ein so guter Mensch. Wer tut denn nur sowas, frage ich Sie. Um das herauszufinden, bin ich ja hier. Ist Ihr Mann jemals in irgendetwas, sagen wir mal, Ungewöhnliches verwickelt gewesen? Mein Mann? Nein, wieso denn? Er war Gärtner, er liebte die Natur. Das ist Gottes Geschenk an uns, sagt er immer. Und dann kommt jemand und macht das Grab auf. Und Ihr Mann hat fürs Bistum gearbeitet? Ja, und früher auf Gut Moorwessel. Auf Gut Moorwessel? Ja. Als was? Als Gärtner. Die Moorwessel sind doch reiche Leute. Und in der Kirche sehr engagiert. Ja, ja, aber glauben Sie, dass die? Nein, nein, ich frage mich nur, ob es da irgendwelche privaten Kontakte gab. Privat? Nein. Wir sind normale Menschen. Wie sollten wir mit solchen Herrschaften verkehren, mit so vornehmen Leuten? Und wir danken dir, oh Herr, dass du uns auch an diesem Tag unseren Tisch mit deinen Gaben gedeckt hast. Amen. Tobias? Ja? Ich habe nicht gehört, dass du gebetet hast. Ich habe Amen gesagt. Wenn dann nur geflüstert. Weißt du, welche Menschen flüstern? Nur die, die etwas zu verbergen haben. Vater, ich glaube nicht, dass du... Hast du etwas zu verbergen? Nein, wieso? Du bist in letzter Zeit nur noch selten zu Hause. Ich bin 24. Das ist keine Antwort. Vater, lass uns essen. Wieso? Verlange ich zu viel, nur weil ich wissen will, wo sich mein Enkelsohn herumtreibt? Ist der Geschmack Zufall oder Absicht? Sag mal, da koche ich einmal für euch, obwohl ich jetzt voll im Berufsleben stehe. Und ihr? Um deiner Laune nach zu urteilen, war dein erster Tag ja ein totaler Erfolg. Ja, ich habe eine Reihe sehr ungewöhnlicher Fälle. Erzähl mal. Kidnapping? Klar, du willst uns erzählen, dein erster Fall ist Kidnapping. Ja, wieso nicht? Irgendwo muss man ja anfangen. Klar, du bearbeitest Kidnapping und der Generalstaatsanwalt kümmert sich um die Verkehrsdelikte? Aber die mache ich übrigens auch. Ach, gibt's eigentlich auch was, was du dann nicht machst? Ja, deine Fragen beantworten. Hey, jetzt bleib mal ruhig. Wer wurde denn entführt? Ein Säugling aus dem Elisabeth-Krankenhaus. Ach, der eine halbe Stunde später auf den Stufen von Lamberti wieder abgelegt wurde. Woher? Das waren die Wiedertäufer, haben sie schon dazu bekannt. Eine halbe Stunde? Ist doch keine Entführung. Keine Entführung? Auf der Säuglingsstation wurde kurz vor dem Verschwinden des Babys ein Mann mit einer schwarzen Kapuzenjacke gesehen. Ja, ja. Jag du mal deinen unheimlichen Kapuzenmann, der für eine halbe Stunde Babys klaut. Mann, deine Laune ist aber heute auch nicht die beste. Wieder mal eine verunglückte Affäre. Ach so.
Wo habe ich eine verunglückte Affäre? Es gibt keine verunglückten Affären. Es gibt überhaupt keine Affären. Genau, das ist dein Problem. Unsinn, es ist rein finanzieller Art. Ich habe ein lukratives Angebot, bin aber nicht besonders liquide. Was denn für ein Angebot? Ja, private Investition. Wie viel fehlt? Na ja, so 5.000? 50.000. 50.000? Wozu brauchst du so viel Kohle? Ja, irgendwann kommt man in ein Alter, da hat man andere Probleme als die Wahl der nächsten Pizza. Katz? Ja, ich hab's vorhin schon mal probiert. Da kannst du ja denken, worum es geht. Glaub mir, das ist auch mir äußerst peinlich, aber wir müssen darüber reden. Gut. Ich werde da sein. Bis dann. Entschuldigung. Wer sind Sie? Mein Name ist Wilsberg. Sind Sie Frau Moorwessel? Ja. Die Frau von Walter Moorwessel? Nein, seine Tochter. Wenn es um ein Bauprojekt geht, wenden Sie sich an seine Firma. Nein, darum geht's nicht. Ich bin Privatdetektiv. Oh, amüsant. Finden Sie? Früher habe ich Philipp Marlowe gelesen. Er war mein Held. Das freut mich. Und als Privatdetektiv interessieren Sie sich für uns? Nein, es geht um Herbert Friedenböck. Herbert Friedenböck? Ja, der hat doch hier gearbeitet, oder? Ja, vor vielen Jahren, als Gärtner. Und ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen? Soweit ich weiß, ja. Warum? Jemand hat vor kurzem sein Grab geschändet. Sein Grab? Ja. Kannten Sie Herbert Friedenböck näher? Ich? Nein, wieso? Ja, Sie wirken so betroffen. Er hat eben lange bei uns gearbeitet. Später dann für die Kirche. Ja, soweit ich weiß. Warum ist er denn von hier weggegangen? Keine Ahnung. Ist ein schönes Foto von Ihrem Bruder. Das ist Tobias, mein Sohn. Ach. Wohnt er noch bei Ihnen? Wenn man das so nennen kann. Ja. Ach, er ist so selten zu Hause. Na ja. Wirkt ja auch schon ziemlich erwachsen. Sie wissen doch, wie Mütter sind. Sie haben ja fast eine richtige Bibliothek. Ja, ich mag Bücher sehr gerne. Ich auch. Ich besitze so ein kleines Antiquariat in Münster. Wenn Sie mal Zeit haben, dann die Wiedertäufer. Was ist damit? Könnte ich mir das mal ausleihen? Ich verleihe keine Bücher. Man bekommt sie nie mehr zurück. Vater, das ist Herr Wilsberg. Guten Abend. Ich habe schon zu Ihrer Tochter gesagt, dass Sie eine sehr beeindruckende Bibliothek besitzen. Das mag sein, aber sie ist nicht öffentlich. Wenn ich Sie also bitten darf, das Buch wieder zurückzustellen. Ja. Was ist denn das für eine Glocke? Gibt's hier in der Nähe eine Kirche? Nein, nur eine alte Waldkapelle. Die gehörte früher zum Gutshof. Aber sie wird nicht mehr benutzt. Sollen wir nicht besser die Polizei rufen? Das können wir noch früh genug. Was machst denn du hier?
Ich habe ihn entdeckt vor 5 Minuten. Wer war der Anrufer? An die Wiedertäufer. Wie gesagt, das war nicht der erste Anruf. Haben Sie die Stimme erkannt? Nein, es war diesmal ein kurzer Anruf. Er sagte, hier sind die Wiedertäufer. Fahren Sie zur Kapelle am Gut Moorwessel und schneiden Sie den Pfaffen vom Galgen. Weiter nichts? Nein. Es gab auch keine Zeugen für den Anruf. Und diesmal hat er ja auch nicht auf Band gesprochen. Nein, ich war im Büro, ich habe abgenommen. Wäre besser gewesen, Sie hätten uns früher informiert. Ja, sicher. Chef? Ja, wir brauchen die Unterstützungskräfte. Ich kann nicht aussehen. Der Arzt sagt, dass er schon tot war, als man ihn dort aufgehängt hat. Sicher oder wahrscheinlich? Der Monsignore wurde erstochen. Wo? In der Kapelle? Eher nicht. Wir haben nirgends Kampfspuren gefunden. Aber dafür das hier. Ja, und? Wo habt ihr das gefunden? Neben dem Auto von diesem Priester. Die Tatwaffe? Georg, verschwinde. Nein, nein, bleib da, du bist ja Zeuge. Bringen Sie es ins Labor. Ja, natürlich. Haben Sie das gehört? Ja, bringen Sie es ins Labor. Sag mal, dein katholischer Freund, wie gut kennst du den denn? Wir haben uns über 20 Jahre nicht gesehen. Und damals war er Rebell. Unsere Wiedertäufer sind keine Rebellen. Sie sind Psychopathen. Manche Menschen sind das eine und das andere. Sind manche Menschen doch zu mehr fähig, als man glaubt. Vielleicht stehen diese Menschen einfach unglaublich unter Druck. Was ist denn los? Nichts. Ich habe gleich diese Verabredung. Geschäftlich, meine ich. Diese private Investition und du bist immer noch nicht liquide. Aber du baust deswegen noch lange keinen Mist. Das macht den Unterschied. Danke. Claudia, ich bin Finanzbeamter. Claudia, ich bin Steuerfahnder. Ich bin ein guter Steuerfahnder. Spitzen... Ach.
Na, wer bin ich? Claudia. Erraten. Sorry für die Verspätung. Schön. Hier für dich. Mann, das ging echt schnell. Da ist wirklich Cash drin. Das? Ach so, ja, nein, du wirst es nicht glauben. Doch. Ich glaube dir, Ecki Talkötter, und ich bin echt beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt. Ja, du, der Koffer, der kam gerade über die Mauer geflogen. Und ich liebe deinen Humor. Ja. Ja, natürlich. Ich werde ihn besuchen. Ah, gut, dass du kommst. Es ist was passiert. Walter Moorwessel ist auf dem Weg zur Bank überfallen worden. Zum Glück ist er nur leicht verletzt. Er liegt im Krankenhaus. Weiß man was über den Täter? Der hat eine schwarze Kapuzenjacke und eine Maske getragen. Naja, wenigstens war es nicht so viel Geld. Wie viel denn? 1.000-2.000 Euro vielleicht. Du kriegst natürlich eine Quittung, Ecki. Über die gesamten 100.000. 100? Stimmt was nicht? Nein, alles bestens. Und du glaubst wirklich, der Überfall ist dein einziges Problem? Bitte? Gestern wurde Monsignore Katz ermordet. Du kanntest ihn gut und du warst am Tatort. Weil der Anrufer mich dorthin bestellt hat. Der Kerl hat sich übrigens wieder gemeldet. Bitte. Die Stimme der Wiedertäufer spricht zu euch. Habt ihr erkannt, wie leicht sich euer Götze rauben lässt? Welch schwaches Fundament das Kapital euch ist. Wenn aller Prunk gefallen ist, bleibt dem Bösen nur die Angst. Was ist? Die Wiedertäufer. Sie haben sich nur zu dem Überfall bekannt. Von Mord war keine Rede. Naja, ich meine, Sie haben mich ja gestern Abend angerufen. Vielleicht hat Ihnen das gereicht. Vielleicht. So, was war das? Bielefelder? Genau, Bielefelder, Kreuzung Osnabrücker. So gegen 0.38 Uhr, plus minus. Gab's da was? Moment. 0.38 Uhr. Ja. Tatsächlich, da ist was. 0.38 Uhr. Moment mal, das können Sie aber nicht einfach so mitnehmen. Oh, doch, das kann ich. Dieses Foto ist ab sofort Teil einer staatsanwaltlichen Ermittlung. Vielen Dank. Tschüss. Ja, immer wieder gerne. Ja. Herr Buddenberg? Mhm. Es geht um den Fall des entführten Babys. Ich hab da jetzt... Ich hab doch gesagt, da kümmert sich die A2 drum. Ja, trotzdem, ich habe jetzt den Namen eines Fahrzeughalters, nein, der... Nein, nicht trotzdem. Auch wenn es Sie vielleicht überrascht, in unserer Abteilung hier sind die Arbeitsabläufe nicht nach dem Zufallsprinzip gestaltet. Und wenn ich sage, das ist ein Fall für die A2... Dann ist das auch ein Fall für die A2. Hab schon verstanden. Wollen Sie ein Buch kaufen? Oh, Herr Wilsberg, ich dachte, Sie... Mein Fehler. Ich habe die Mittagspause überzogen. Kommen Sie rein. Ist das alles Tarnung? Nee, ist mehr so ein Hobby. Zucker? Nein, danke. Welches Buch wollen Sie denn? Nein, es geht um Tobias. Ja, ich mache mir Sorgen. In der letzten Zeit sind so schlimme Dinge passiert. Ach, und Sie glauben, Tobias hätte was damit zu tun? Ich weiß nicht. Er ist kein schlechter Junge, verstehen Sie? Aber wenn er unter die falschen Leute gerät, unter falschen Einfluss... Tobias hat mir früher immer alles anvertraut. Er hat mir alles erzählt. Und dann plötzlich... Er hat sich sehr verändert. Wann war das? Das ist noch nicht so lange her, vor ein paar Wochen erst. Ist denn in dieser Zeit irgendwas Besonderes passiert? In Ihrem Bekanntenkreis oder in Ihrer Familie? Nein, überhaupt nicht. Naja, das heißt, Waltraud Vosshöfel ist gestorben. Wer? Waltraud Vosshöfel. Sie war Haushälterin bei uns. Schon damals, bevor Tobias geboren wurde. Er hat sehr an ihr gehangen.
Und hat diese Frau Vosshöfel noch irgendwelche Verwandten? Ja, ihr Sohn hat einen Bauernhof ganz in unserer Nähe. Waltraud Vosshöfel und Herbert Friedenböck. Und beide haben für sie gearbeitet. Ja. Aber Friedenböck ist doch schon so lange tot. Und... Und? Was? Nichts. Wer könnte Friedenböck so hassen, dass er seine Gebeine ausbuddelt und in den Käfig steckt? Weiß ich nicht. Er war doch nur ein Gärtner, oder? Ja. Oder war er noch was anderes? Wie meinen Sie das? Hatte er eine besondere Aufgabe oder ein besonderes Verhältnis zu... Zu wem? Zu mir? Zum Beispiel. Unsinn. Wir hatten kein Verhältnis. Habe ich auch gar nicht gemeint. Aber was hatten Sie dann? Ich kannte den Mann kaum. Sie kannten den Mann kaum? Trotzdem werden Sie jetzt ziemlich nervös. Herbert Friedenböck ist der Vater meines Sohnes. Weißt du mir jetzt davon? Ja. Seit wann? Schon seit ein paar Jahren. Erst wollten wir es ihm verschweigen. Warum denn? Denken Sie nach, Herr Wilsberg. Es war nicht freiwillig. Weiß Tobias das auch? Er kennt den Namen seines Vaters, das ist alles. Eigentlich merkwürdig. Was? Ich ruf dich an, sag dir, ich muss zu irgendeinem entlegenen Gehöft und kaum 5 Minuten später bist du da. Das ist doch selbstverständlich. Nee, ist es nicht. Normalerweise hätte ich einen halben Tag lang betteln müssen. Nein, ich dachte nur... Was? Na, dass es ganz gut passen würde, weil du bist ja auch Anwalt und... Bei wusste ich doch. Nein, es hat nichts mit mir zu tun. Ein Freund von mir... Hat das Risiko falsch eingeschätzt. Hat etwas gefunden, etwas Wertvolles. Und es noch nicht zurückgegeben. Fundunterschlagung. Unterschlagung? Ja, Fundunterschlagung. Wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bestraft. Bis zu 3 Jahre? Ja, aber doch wohl nur, wenn das, was er gefunden hat, auch dem gehört, der es verloren hat. Hä? Was ist, wenn es vorher einer geklaut hat? Nicht gut. Ist dann Hehlerei. Gibt bis zu 5 Jahre. 5? Und wenn er das, was er gefunden hat, sagen wir mal, etwas verspätet zurückgibt? Keine Ahnung. Ja, wie keine Ahnung? Das musst du doch wissen. Es ist doch ein Unterschied, ob ich etwas verspätet oder gar nicht zurückgebe. Na klar ist es das. Aber ich praktiziere seit über 100 Jahren nicht mehr als Anwalt. Mensch, ich kann doch nicht jedes Gesetz auswendig kennen. Ja, aber du könntest doch nachlesen, oder? Klar. Aber nur, wenn du mir sagst, was du genau verbockt hast. Ich? Gar nichts. Na klar hast du. Wahrscheinlich wieder wegen irgendeiner Frau. Das ist ja eine Frechheit. Eine glatte Unterstellung. Ich wollte einfach nur... Nur getretene Hunde bellen. Jetzt reicht's. Zurückläufst du. Sie, Herr Vosshöfel? Wer will das wissen? Mein Name ist Wilsberg. Kenne ich nicht. Deswegen sage ich es ja. Ich bin Privatdetektiv und ermittle in einem etwas außergewöhnlichen Fall. Das ganze Leben ist außergewöhnlich. Stimmt, und manchmal auch der Tod. Was wollen Sie? Sagt Ihnen der Name Herbert Friedenböck was? Friedenböck? War der nicht Gärtner auf Gut Moorwessel? Ach, die Moorwessels kennen Sie auch? Ja. Eigentlich nur den Jungen. Schon länger? Von klein auf. Meine Schwiegermutter hat ihn öfters hergebracht. Sie war damals Haushälterin bei Moorwessels. Die ist vor kurzem verstorben, nicht wahr?
mit 88. Dann kannte sie die Moorwessels auch ziemlich gut, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Der alte Moorwessel und seine Gottesfurcht. Mutter wollte mal die Gehaltserhöhung. 50 Pfennige mehr in der Stunde. Wissen Sie, was der Alte geantwortet hat? Was ich Ihnen gebe, muss ich dem Herrgott wegnehmen. Wann haben Sie denn Tobias zuletzt gesehen? Das ist schon eine ganze Weile her. Edwin, ich fahr noch kurz in die Stadt. Brauchst du was? Tobias? Tobias! Mensch, Tobias, jetzt warte doch mal. Ich hab doch nur eine Frage. Hey! Scheiße! Was machst du denn hier? Hier beim Autofahren zugucken. Hast du ja prima hingekriegt. Und wenn du nicht willst, dass du wegen versuchter schwerer Körperverletzung drankommst, dann gehen wir da jetzt rein und unterhalten uns mal. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich suche den Mörder von Monsignore Katz. Ich habe damit nichts zu tun. Aber mit den Wiedertäufern. Wieder was? Wiedertäufer. Habe ich noch nie gehört. Vor wem versteckst du dich hier auf dem Hof? Ich verstecke mich nicht. Warum bist du dann vorhin abgehauen? Was machen Sie eigentlich hier? Ich bin von der Staatsanwaltschaft Münster. Und ich suche nach einem dunkelgrünen Wagen mit einem eingebeulten Kotflügel. Ja, dafür haben Sie ja nun gesorgt. Ich habe gehört, du bist nachts dauernd unterwegs. Sowas tun junge Menschen eben. Aber nicht alle jungen Menschen setzen Masken auf, buddeln Knochen aus, entführen Babys und begehen einen Mord. Das war ich nicht. Sondern die Wiedertäufer. Nein, das mit dem Mord, das waren die nicht. Ach, ich dachte, du hast noch nie von denen gehört. Wahrscheinlich hast du auch keinen schwarzen Kapuzenpulli. Was? Nein, ich habe keinen Kapuzenpulli. Ach nein? Das war Freitagnacht 0.38 Uhr in der Nähe der Lamberti-Kirche. 2 Minuten, nachdem dort ein Baby ausgesetzt wurde. Entschuldigung, wer sind Sie bitte? Die junge Dame ist von der Staatsanwaltschaft. Es geht um Fahrerflucht. Und um Mord. Ja, das auch. Das Auto auf dem Foto ist auf Edwin Vosshöfel zugelassen. Aber der ist nicht gefahren. Nein, nicht. Was meinst du? Würden wir einen schwarzen Kapuzenpulli finden, wenn wir hier eine Hausdurchsuchung veranstalten? Ich bin da was reingerutscht, ja. Ich hab so eine Frau kennengelernt in der Kneipe. Ich fand sie sehr nett. Ein paar Tage später hat sie mich mitgenommen. Wohin? Zu einem Treffen. In einer Wohnung mit mehreren Leuten. Wie viele denn? Ich weiß nicht, 5 oder 6. Nennen sich die Wiedertäufer. Die sind gegen die Kirche. Gegen Scheinheiligkeit und so. Da fühltest du dich angesprochen. Ich fand einiges richtig, ja. Aber ich habe nicht wirklich mitgemacht. Und warum wurde das Grab von Herbert Fredenböck geschändet? War das auch eine Aktion gegen Scheinheiligkeit? Oder weil er dein Vater ist? Es ging nicht gegen ihn. Sondern? Gegen meinen Großvater. Ich habe dir erzählt von seinem Geiz, von seinen Geschäften und... Was für Geschäfte? Mit dem Fonds. Welcher Fonds? Na, CW Invest. Was hat denn dein toter Vater mit CW Invest zu tun? Nichts. Mann, ich hab dir alles Mögliche erzählt, verstehen Sie nicht? Ich wusste, dass er mich dazu gezwungen. Die haben gesagt, die würden uns alles meinem Großvater erzählen, dass ich in dieser Gruppe bin. Wer hat dich gezwungen? Der Anführer. Mensch, hat er auch einen Namen? Pater Gabriel. So, Ihren Wagen habe ich soweit hinbekommen. Oh Mann, meine erste Dienstfahrt. Die noch ohne Genehmigung. Meinst du, es fällt auf da vorne? Nee. Bei der Staatsanwaltschaft fahren doch alle mit einer Kühlerhaube rum, die mit dem Strick zusammengebunden ist. Hör bloß auf.
Warum wurde der Säugling entführt und vor der Kirche ausgesetzt? Meinst du, das hat irgendeine symbolische Bedeutung? Keine Ahnung. Die Kirche steht für Glaube, Liebe, Hoffnung, Auferstehung, ewiges Licht. Licht? Licht fällt durch Fenster, die Fenster hat der alte Moorwessel spendiert. Aber warum dann das Baby? Uns fehlt ganz klar der Durchblick. Echt witzig, Georg. Ihr liest selbst. Ja, aber ich bitte dich, Ecki. Was soll dieser Mord mit unseren Fonds zu tun haben? Aber die Kirche ist doch mit drin bei euch. Na, und? Mein Mandant befürchtet, sein finanzielles Engagement könnte in Verbindung mit einem Mord gebracht werden. Das ist doch absurd. Ja, mag sein, aber jetzt will er sein Geld zurück. Zurück? Ja, alles. Und sofort. Die gesamten 100.000? Ja. Ziemlich verrückt, nicht wahr? Deshalb gefällst du mir so, Ecki. Immer dieser trockene Humor. Wundervoll. Aber das ist kein Witz. Na gut. Dann gib mir bitte den Namen deines Mandanten. Sein Name? Wieso? Unsere Geschäftsbedingungen. Vorzeitige Kündigungen können nicht vom Treuhänder vorgenommen werden, sondern nur vom Anleger höchstpersönlich. Ich brauche also seinen Namen, seine Anschrift, sein Geburtsdatum. Was ist daran jetzt so lustig? Reingefallen. War doch ein Witz. Sei froh, hätte schlimmer kommen können. Ach ja? Und wie? Wenn's Eckis Auto wäre. Sind Sie eigentlich wirklich Detektiv? Nur wenn ich nicht gerade die Autos der Staatsanwaltschaft repariere. Ich bin auf der Suche nach meinem Enkel Tobias. Meine Tochter meinte, er könnte möglicherweise bei Bauer Vosshöfel sein. Sie wissen also auch nicht, wo er ist? Kommen Sie gerade von Vosshöfel? Ja. Und? Ist er dort? Gucken Sie doch nach. Mir gefällt Ihre Art nicht, Herr Bilsberg. Tobias gefällt Ihre Art nicht, Herr Moorwessel. Sagen Sie mal, das Geld, das Ihnen geraubt wurde, war das eigentlich für den CW-Investmentfonds bestimmt? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Lügen Sie nicht, Vosshöfel. Er kann nur hier sein. Also, zum letzten Mal, wo ist er? Tobias. Komm zu mir. Komm, Junge, lass mich nicht warten. Tobias. Noch bin ich bereit, dir zu verzeihen. Wenn du nicht kommst, lasse ich den Vosshöfels die Kredite sperren. Willst du das? Dann zwing mich nicht zu solchen Maßnahmen. Es wird dann noch was zu bereden geben.
Der Herr sei mit euch. Und dein Geist. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin nun in Frieden. Dank sei Gott. Georg. Darf ich hier rein? Naja, eigentlich nicht. Gibt's denn was Neues? Wir müssen reden. Ungestört. Ja, gerne. Ist doch absurd. Ich, der Anführer. Damals warst du einer. Damals ja, das ist fast 30 Jahre her. Damals waren wir noch halbe Kinder, aber heute? Ich meine, wie soll ich mich denn gegen diesen Vorwurf zur Wehr setzen? Meinst du, ich kann Tobias anzeigen? Ich glaube, die Polizei hat eher dich im Visier als Tobias. Mich als Anführer? Nein, dich als Mörder. Aber das ist doch völlig aus der Luft gegriffen. Du warst in der Kapelle auf Gut Moorwessel. Ja, weil dieser Anruf... Was? Dieser Anruf. Es muss Tobias gewesen sein. Aber warum? Alles ist eine einzige Falle, da will mich jemand fertig machen. Du meinst, Monsignore Katz wurde nur umgebracht, um dich fertig zu machen? Oder mich als Verdächtigen hinzustellen. Warum sollte jemand sowas tun? Weiß ich nicht. Denk doch mal nach. Warum sollte Tobias dir eine Falle stellen wollen? Ich habe keine Ahnung. Du verheimlichst mir was, Gabriel. Was sollte ich dir verheimlichen? Warum musste Monsignore Katz sterben? Was weiß ich, weil... Irgend so ein geisteskranker Amok läuft. Weiß Gott, vielleicht bin ich der Nächste. Du bist also nicht der Anführer einer Gruppe von Fanatikern. Siehst du die schmale Tür? Ja. Von dort geht eine Nebentreppe, direkt in den Turm. Weißt du auch warum? Weil man in dieser düsteren Krypta oft vergisst, was Gott uns für eine wunderbar helle Welt geschenkt hat. Du musst nur auf den Turm steigen, um sie zu sehen. Georg, wühle nicht in der Niederung. Steig auf den Turm und erkenne das große Ganze. Ich werde es mir merken. Staatsanwaltschaft Münster, guten Tag. Spreche ich mit dem Bundesamt für Finanzen? Und? Nichts. Wie nichts? CW Invest ist ein absolut sauberer Fonds. Aha. Keine komischen Sonderkonten? Die haben so eine Satzung, nach der müssen sie ihr ganzes Geld sofort in Bauprojekte investieren. Die dürfen gar kein Geld einfach so aufs Konto legen. Und was hat man dir über die Anleger erzählt? Ja, die Behörde prüft die Fonds, nicht die Anleger. Ja, und wie erfahre ich was über die Anleger? Ja, über die Fonds. Ich glaube kaum, dass sie mit dir darüber reden werden. Und diese ganzen Bauprojekte, welche Firmen kriegen die? Wie soll ich denn das wissen? Soll ich jetzt die ganzen Baufirmen in Münster abklappern, oder wie? Nee, ist nicht nötig. Also für meine Spaghetti kannst du mir auf ewig dankbar sein, Georg. Oh, hallo. Wollen Sie mich ausspionieren? Nein. Ich wollte nur... Was? Einen Mord aufklären. Ich möchte Sie warnen, Herr Wilsberg. Für Ihre Unverschämtheiten werden Sie eines Tages noch teuer bezahlen, glauben Sie mir. Das glaube ich Ihnen. Von Geld verstehen Sie ja schließlich genug bei den ganzen Aufträgen, die Ihnen der Fonds so zuschanzt. Das sind alles ganz normale Ausschreibungen. Das können Sie gerne nachprüfen. Soll ich Ihnen behilflich sein? Nein, danke. Ich wollte nur wissen, ob Sie überhaupt Aufträge bekommen. Tobias? Ja?
Komm her. Setz dich zu mir. Wir haben morgen einen schweren Gang vor uns. Wir werden zur Polizei gehen. Und du wirst alles sagen. Was alles? Alles, was du weißt und alles, was sie wissen wollen. Über die Wiedertäufer. Warum? Weil Gott das jetzt von uns verlangt. Ich muss sagen, Frau Holtkamp, ich bin stark beeindruckt. Ach ja? Ich kenne niemanden, der in den ersten zwei Tagen seines Referendariats derart kreativ war. Sie erweitern ihre Kompetenzen, die sie wollen, gehen Fällen nach, die sie nichts angehen, geben sich als Staatsanwältin aus und dann zerlegen sie auch noch einen Dienstwagen, den sie nicht einmal beantragt haben. Ich kann das erklären. Na, darauf bin ich gespannt. Ich hatte eindeutige Hinweise auf ein Auto, das der Babyentführer... Ach, tatsächlich? Und diese Hinweise, wenn es denn welche waren, haben Sie denn einfach mal zu Schrott gefahren? Kompliment. Sie wollten davon ja nichts hören. Ach so, Sie wollen den Spieß jetzt rumdrehen? Nein, ich wollte einfach nur... Eigentlich war ich ja bereit, es bei einem Verweis zu belassen, Frau Holtkamp. Aber wenn Sie mir so kommen... Ab jetzt werden Sie ja Akten sortieren, bis der Keller leer ist. Und die Reparatur geht auf Ihre Rechnung. Also, was kann ich denn für dich tun, Georg? Es geht um Tobias Moorwessel. Wie wir deiner Meinung nach vernehmen sollten, das haben wir bereits getan. Wie seid ihr so schnell auf den gekommen? Er war heute Morgen hier, zusammen mit seinem Großvater, und hat seine Aussage zu Protokoll gegeben. Mit seinem Großvater? Und er hat Namen genannt? Erstaunt dich das? Und bei mir war er nicht so gesprächig. Wir sind ja auch von der Polizei. Dax von Niebüll, Lütje, Kallweiß, Ilona Schumacher. Und ganz oben an der Spitze Pater Gabriel. Glaubt ihr das etwa? Der Dax von Niebüll. Das fällt einem nicht einfach so ein. Da steckt was dahinter. Was? Das sind vermutlich alles Spitznamen oder Decknamen. Die Gruppe arbeitet offensichtlich sehr konspirativ. Auf jeden Fall nehmen wir diese Aussage sehr ernst. Plant ihr Verhaftungen? Seit wann antworte ich auf solche Fragen? Du glaubst also wirklich, dass Pater Gabriel... Warum denn nicht? In all den Jahren sieht er seine Ideale immer öfter verraten, seine Wut wächst und irgendwann fängt er an, diese Institution zu verachten, die sich in seinen Augen die Taschen vollstopft, anstatt es den Armen zu geben. Apropos volle Taschen, sagt Ihr Name CW Investment was? Nee, was soll das sein? Ein Fonds, der finanziert Moorwessels Geschäfte. Mhm. Und? Willst du mir Anteile verkaufen? Ich würde gern mehr über diesen Fonds erfahren. Dem steht ja nichts im Wege. Geh hin und erkundige dich und mich entschuldige jetzt bitte. Im Landgasthof? Ja. Ein ganzes Wochenende? Genau. Nur du und ich? Ja. Hat der Landgasthof eine Standleitung zur Börse? Entschuldigung, draußen ist dein Herr Wilsberg für Sie. Wilsberg? Kennst du den? Ja. In welcher Angelegenheit? Das hat er nicht so genau gesagt. Hat er doch. Es geht um Ihren Fonds. Hallo, Ecki. Heute gar nicht im Amt? Hallo, Georg. Darf ich vorstellen, Georg Wilsberg. Georg, das ist Claudia, die Frau, der du dein Geld anvertraut hast. Der Mann mit den 100.000. Wer? Der Mandant von Herrn Thalkötters Vermögensberatung. 100.000? Herr Wilsberg ist gekommen, weil er seine Anteile wegen der schrecklichen Ereignisse wieder zurückziehen möchte. Nein, möchte er nicht. Doch, außerdem sollten wir das nicht gleich jetzt hier übereilt. Übereilt? Wieso? Ich denke, der Herr Wilsberg ist gerade deswegen hergekommen. Sie haben vollkommen recht, Frau Weinert. Ich bin hierher gekommen, weil ich darüber nachdenke, meine Anteile zu erhöhen. Deutlich zu erhöhen. Dazu müsste ich natürlich Näheres über den Fonds erfahren. Mehr Details, Namen, Zahlen, Fakten. Kennen Sie denn schon unsere Broschüre? Papierkram. Ich brauche Informationen aus erster Hand. Wissen Sie, 5 Millionen sind auch für mich eine gewisse Summe. Bei 5? Ja, bei so einem Betrag, da weiß man schon gern, mit wem man zusammen in einem Boot sitzt. Ja, natürlich. Damit man nicht untergeht. Absolut richtig. Also, wir haben eine erstklassige Klientel.
neben Privatinvestoren auch die katholische Kirche. Die entscheidet mit, in welche Projekte das Anlegervermögen dann fließt. Der gute Monsignore Katz hat da wohl noch mitentschieden, Gott hab ihn selig. Die Kirche, ja. Und die hält auch den größten Anteil? Nein. Nein? Wer denn dann? Unsere Statuten verbieten es mir leider. Ich verstehe. Wissen Sie, wer mir nicht vertraut, dem vertraue ich auch nicht. Gut. In diesem Fall und unter dem Deckmantel völliger Diskretion? Ja. Ein Herr Moorwessel hält etwa 60% der Anteile. Walter, der alte Fuchs. Dachte ich mir doch. Mit wie viel genau steckt er denn drin? Das kann ich Ihnen nun wirklich nicht sagen. Naja, wie ich schon sagte, wer mir nicht vertraut, Ecki, komm, wir müssen reden, dringend. Herr Wilsberg, Ecki! Du hörst von uns. Ja? Du musst mir das glauben, Georg, genau so war es. Der Koffer kam über die Mauer geflogen, direkt vor meine Füße. Gegen Mittag, vor der Zentralbank. Ein brauner Aktenkoffer, voller Geld. Sollen aber nur 1-2.000 Euro drin gewesen sein. Ich schwör's, der war voll bis oben hin. Und dann kam auch gleich diese Claudia dazu. Und mein Gott, was sollte ich denn machen? Ich bin halt einfach nicht mehr rausgekommen aus der Nummer. Ecki, du steckst in dieser Nummer immer noch drin. Und zwar ganz schön tief. Denn sag mir, was ich machen kann. So, die Verkehrsvergehen von M bis Z sind auch fertig. Das ist alles? Es müssen noch viel mehr sein. Ja, alle von 2006. Ja, und die von 2001 bis 2005? Die von? Ja, die der letzten 5 Jahre. Und was ist mit den 90ern? Die 90er? Jetzt sagen Sie bloß nicht, Sie haben die ganze Zeit immer nur das Jahr 2006 sortiert. Aber das sind ja über 15 Jahre. Ja, na und? Das Archiv ist das Gedächtnis der Staatsanwaltschaft. Merken Sie sich das? Schon, nur... Was wollen Sie, etwa noch einen Dienstwagen verschrotten? Wieder 1000 Dienstvorschriften, die ich hier breche. Hast du ihn endlich? Moor wie? Wessel. Walter Moorwessel. Moorwessel hier. Ja und? Bauunternehmer, Geburtstag, bla bla. Angegebenes Bruttoeinkommen 2006, 304.000 Euro. Und in den Jahren davor? Die Jahre davor auch? Ja, sicher. So. 223, 104. Ja, jetzt mach nicht so spannend. Wie viel im Schnitt? Im Schnitt seit 96 250.000 Euro. Grob. Viel Geld für einen kleinen Mann. Aber zu wenig, um 60% der Fondsanteile zu besitzen. Und dann raubt ihm dieser ominöse Wiedertäufer 100.000 Euro. Moorwessel sagt aber, es seien nur 1.000 oder 2.000 gewesen. Warum? Weil es Schwarzgeld war. Genau. Es wird immer nach dem gleichen Schema abgelaufen sein. Katz, gutgläubig wie er ist, empfiehlt dem Fonds, in ein Projekt von Moorwessel zu investieren. Der nimmt dankbar an, fälscht die Bilanzen und kassiert die Differenz als Schwarzgeld. Und das Schwarzgeld steckt ja wieder in den Fonds. Der ist laut Statuten sofort wieder in ein Bauprojekt investieren muss. Ein ewig goldener Kreislauf. Bis Katz dann irgendwann misstrauisch wurde. War ja auch alles kriminell. Claudia muss davon gewusst haben. Wahrscheinlich wird die von Moorwessel geschmiert. Du hast es rausgefunden. Ja, stimmt. Aber wie komme ich denn jetzt wieder raus aus der Nummer? Ich sehe es zwar nicht gerne, wenn Mitarbeiter auf eigene Faust Ermittlungen beginnen, Herr Thalkötter. Aber an der Sache scheint durchaus was dran zu sein. Das sehe ich genauso. Besteht Verdunklungsgefahr? Durchaus. Zudem könnte meine Tarnung jeden Moment auffliegen. Nun, dann sollten wir rasch handeln. Gut. Ecki, sind wir verabredet? Ja. Wenn auch einseitig. Was soll denn das heißen? Ich habe draußen ein paar Leute, die warten. Du, sei mir nicht böse, aber das ist wirklich ein unglücklicher Moment. Überhaupt habe ich mir überlegt, dass wir uns vielleicht in nächster Zeit nicht mehr ganz so oft sehen sollten. CW Investmentfonds, Claudia Weiner, guten Keine Tag. Keine Telefonate im Moment. Sag mal, spinnst du? Ich muss dir unbedingt was zeigen. Was? Mein Dienstausweis.
Steuerfahndung? Du bist... Steuerfahnder. Und wegen des dringenden Verdachts der Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Geldwäsche werde ich jetzt deine kompletten Büroräume durchsuchen lassen. Du miese kleine Ratte. Vorsicht. Ich bin Beamter. Du hast von Anfang an gewusst, dass hier... Das hier was? Es war alles nur eine Masche, ja? Alles erstunken und erlogen. Das ist nun mal mein Job, Claudia. Und ich bin ziemlich gut in meinem Job. Georg, das geht nicht. Du kannst da jetzt nicht mit rein. Natürlich geht das. Ich untersuche das Zimmer des Jungen und du und deine Leute den Rest. Ich komme in Teufels Küche. Da bist du doch schon drin. Ich helfe dir nur dabei, wieder rauszukommen. Aber wirklich nur ganz kurz, ja? Höchstens 10 Minuten. Versprichst du mir das? Ja. Verlange. Wo ist Ihr Chef? Oben. Ich wusste, dass Sie hinter all dem stecken. Sie wollen mich ruinieren. Meine Existenz, meine Familie. Nur mal langsam. Raus hier, und zwar sofort. Herr Morwitz. Ich sagte raus mit Ihnen, und zwar sofort. Lass ihn los. Halt du dich da raus. Lass sofort den Mann los. Du wagst es. Lass ihn los. Du? Tu's doch. Herr Wilsberg, vielen Dank, aber wir brauchen Sie jetzt nicht mehr als Zeugen. Kommen Sie. Wir gehen mal ein bisschen in die frische Luft. Haben Sie Angst vor Ihrem Vater? Es ist alles anders, als Sie glauben. Hat das was mit Tobias zu tun? Kennen Sie diese Fotos? Das ist Tobias. Sie kennen ihn? Ja, natürlich. Der Leberfleck auf seinem Rücken. Woher haben Sie diese Fotos? Wer hat die gemacht? Das weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir mit Tobias mal drüber reden. Tobias ist schon wieder abgehauen, gleich nachdem mein Vater mit ihm auf der Polizei war. Der kommt nie wieder. Das ist unsere Strafe. Strafe? Wofür? Herr Wilsberg, bitte fragen Sie nicht weiter. Georg, meine Sekretärin hat gesagt, dass du Neuigkeiten hättest. Hast du eigentlich die Kamera noch? Welche Kamera? Die, mit der diese Bilder da gemacht wurden. Ja, sicher. Warum? Auffallend gelbstichig. Was soll das? Der Junge auf diesen Fotos. Wer ist das? Woher soll ich das wissen? Hattest du was mit ihm oder Monsignore Katz? Jetzt überschreitest du eine Grenze. Wie viele solcher Kameras gibt's noch in Münster? Und wie viele von denen haben auffälligen Gelbstich? Das weiß ich nicht. Vorher. Was? Tobias. Ja? Der hat sich die Kamera ausgeliehen vor ein paar Wochen. Er wollte die Kirchenfenster seines Großvaters fotografieren. Aber für Kirchenfenster ist so eine Kamera doch vollkommen unbrauchbar. Ja,
hat es gesagt. Du meinst also, er hat die Fotos mit Selbstauslöser gemacht? Naja, warum nicht? Tobias macht solche Fotos von sich, versteckt sie dann in seinem Zimmer. Hältst du das für logisch? Lass dir mal eine bessere Geschichte einfallen. Ich habe keine Geschichte, ich habe nur die Wahrheit. Warte, Gabriel. Ja, wer denn sonst? Ich verhafte Sie wegen des Verdachts als führendes Mitglied einer kriminellen Vereinigung, maßgeblich an der Ermordung von Monsignore Katz beteiligt gewesen zu sein. Zu früh, Anna. Viel zu früh. Ach ja? Es sind noch so viele Fragen offen. Dann stell sie doch, aber nicht mir, nicht hier und nicht jetzt. Haben Sie was für einen Zehner? Dieser? Ja. Danke. Die Blumen sind sehr schön. Da noch eine Frage. Ja. Die ist allerdings eher privat. Ja, fragen Sie. Ihr Mann damals bei Moorwessels. Kann es sein, also ich meine, können Sie sich vorstellen, dass er... Ja. ...eine Affäre hatte? Eine Affäre? Wie? Mit wem denn? Mit Mareike Moorwessel. Und dass aus dieser Affäre dann ein Kind entstand? Nein, das kann nicht sein. Herbert und ich, wir wollten immer Kinder. Wir sind auch deshalb zum Arzt gegangen. Es lag nicht an mir, es lag an ihm. Er war nicht zeugungsfähig. Er konnte keine Kinder bekommen, verstehen Sie? Ja, das verstehe ich. Je später der Abend. Ich hatte gehofft, Sie haben noch auf. Für Sie immer. Was führt Sie zu mir? Das hier. Oh. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Sie sagten doch, Sie würden das gerne einmal lesen. Na ja, sicher. Als mein Sohn 10 oder 11 Jahre alt war, ist er irgendwie an dieses Buch gekommen und fing an, es zu lesen, bis Vater es ihm wegnahm. Ihr Vater? Ja, er sagte, es würde die Feinde der Kirche verherrlichen. Es wäre Gotteslästerung und Teufelswerk. Mein Vater wollte bestimmt immer nur das Beste. Aber wenn ich jetzt daran denke, dass mein Sohn jemanden umgebracht hat. Nun ja. Ja, jedenfalls hat er es trotzdem weitergelesen damals. Heimlich. Bis Vater ihn erwischt hat und ihn dann fürchterlich verprügelt hat. Und seitdem hasst Ihr Sohn seinen Großvater? Mein Vater ist sehr streng. Er will, dass man die Gebote achtet und sie befolgt. Zum Beispiel, du sollst nicht lügen. Sie haben Tobias angelogen. Ich? Wann? Herbert Fredenböck ist nicht der Vater Ihres Sohnes, Frau Moorwessel. Aber ich habe Ihnen doch erzählt. Er kann es gar nicht sein. Er war nämlich zeugungsunfähig. Haben Sie es nicht gewusst? Warum haben Sie diese Geschichte erfunden? Was war wirklich mit Herbert Fredenböck? Starb er tatsächlich bei einem Autounfall? Oder? Ja, es war ein Unfall. Das gibt's auch gar nicht. Tobias und Gabriel, ein homoerotisches Verhältnis? Ja, ich kann es nicht beweisen, aber es wäre doch immer eine Erklärung. Wofür? Dafür, dass Tobias jetzt Gabriel ans Messer liefern will. Also du schließt immer noch die Möglichkeit aus, dass dein Priester tatsächlich der Kopf der Gruppe ist? Ja, schließe ich. Ach, Georg, wir haben überhaupt keinen Grund, an der Aussage von Tobias Moorwessel zu zweifeln. Er hat sie aus freien Stücken gemacht und er war sehr kooperativ. Ist denn irgendeiner von dieser Truppe euch schon ins Netz gegangen? Noch keiner, aber... Irgendwelche Fotos, Fingerabdrücke, sonst was Verwertbares? Alles nur eine Frage der Zeit. Schon mal dieses Buch gelesen? Wiedertäufer, Aufstieg und Untergang? Jetzt verramscht er uns schon seine Ladenhüter. Ich lese mal kurz was vor. Bitte nicht, Georg. Keine Angst, nur das Impressum.
Wiedertäufer, Aufstieg und Untergang. Verlag Lüttje und Kahlweis. Lektorat Ilona Schumacher. Satz und Druck DAX KG Niebühl. Da habt ihr euren DAX von Niebühl. Lies selbst. Soll das heißen, die Gruppenmitglieder haben sich alle nach Leuten aus diesem Buch benannt? Nein, Overbeck. Herr Wilsberg will damit sagen, dass Tobias alle Gruppenmitglieder erfunden hat. Aber warum soll er sowas tun? Um euch in die Irre zu führen. Aber es ist mir scheißegal, weißt du? Dieser Junge ist im Moment so etwas wie unser Kronzeuge. Und mit seiner Hilfe, mit seiner Aussage werden wir Gabriel überführen. Du hast ein Problem. Weil eventuell einer deiner Freunde ein Mörder ist. Stimmt. Sie sind der Einzige, der uns hier in die Irre führt. Vielleicht haben Sie ja recht, Overbeck. Vielleicht sollten Sie allmählich wirklich die Polizei einschalten. Was gibt's? Herr Buddenberg, ich mache gerade die Verkehrsdelikte A bis G. Ja, sehr schön. Weiter so. Dabei habe ich diese Akte hier gefunden. Das muss eine Fehlablage sein. Fehlablage? Wieso? Nun ja, das sind doch eigentlich alles abgeschlossene Fälle, oder? Ja, und? Bei dieser Akte wurde das Verfahren gar nicht erst eröffnet. Nicht eröffnet? Wieso? Worum geht's denn? Am 16. März 2005 wurde ein gewisser Dieter Buddenberg bei einer Verkehrskontrolle mit 1,4 Promille erwischt. So ein Zufall. Der Mann heißt ja wie Sie. Tja, Zufälle gibt's. Ich denke, Sie sollten sich persönlich drum kümmern. Genau, sehr gute Idee. Gibt's eigentlich neue interessante Fälle, die einer Prozessvorbereitung bedürfen? Durch mich? Durch Sie? Ach so, ja, natürlich. Das hier ist zwar eigentlich mehr was für die A4, aber CW Investmentfonds sieht nach massiver Beihilfe zur Steuerhinterziehung aus. Super, Steuerrecht. Mein Spezialgebiet. Gar nicht klopfen hören. Die Tür war offen. Ja. Da kommen Sie einfach rein. Na gut. Und jetzt gehen Sie da auch einfach wieder raus. Herr Vosshöfel, ich habe nur ein paar kurze Fragen. Ich sagte, Sie gehen da einfach wieder raus. Wegen Tobias. Das ist ernst. Tobias wohnt nicht mehr hier. Ah ja? Seit wann? Seit heute. Kann ja nicht länger bleiben. Und mehr weiß ich nicht. Verstehe. Ach, wie viel hat Morwessel denn gezahlt, damit Sie nicht mehr wissen? Ich erinnere mich an alles. Aber Sie haben vergessen, wo die Tür ist. Gerda, zeig dem Herrn da, wo es rausgeht. Der Hof ist überschuldet. Wir brauchen das Geld. Egal, woher es kommt. Das verstehe ich ja. Aber ich muss unbedingt wissen, gegen wen Tobias kämpft und warum. Er hat immer sehr drunter gelitten, dass er kaum was von seinem Vater wusste. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Wusste Ihre Schwiegermutter da vielleicht mehr? Tobias war oft bei ihr bis zum Schluss, aber... Wo hat er denn geschlafen, wenn er hier übernachtet hat?
In der Scheune. Aber da können Sie jetzt nicht rein. Mein Mann, bitte gehen Sie. Zur Scheune ist offen. Raus da. Wo ist denn eigentlich Ihr Gewehr? Gewehr? Was denn für ein Gewehr? Ich habe kein Gewehr. Ach ja? Na schön, ich habe früher mal gejagt, aber das ist eine ganze Weile her. Also, wo ist es? Was immer Tobias vorhat, die Polizei wird ziemlich schnell drauf kommen, dass es Ihr Gewehr ist. Ist also besser, Sie helfen mir. Warten Sie hier. Lassen Sie mich in Ruhe! Wenn das hier alles vorbei ist, werde ich Sie ans Kreuz nageln, das schwöre ich Ihnen! Mareike! Tobias hat angerufen. Komm schon! Wenn Morbis merkt, dass ich sie... dass wir ihn verfolgen, dann... Er wird nichts merken, der ist in Panik. Wo will der überhaupt hin? Ich glaube, ich weiß, wo der hinfährt. Als die Wiedertäufer ihre letzte Schlacht verloren hatten, da wurden die meisten von ihnen hingerichtet. Und die Anführer wurden in Käfigen aufgehängt. Da oben, nicht wahr? Sie bleiben hier. Und zwar mit meiner Tochter. Ich gehe da alleine hoch. Dann gehe ich eben auch allein, hinter Ihnen her. Sie bleiben hier! Herr Wilsberg, bitte! Ihr Vater hat recht, warten Sie hier. Wann? Oberbeck. Aha. Ja, danke. In einer knappen halben Stunde haben Sie den Küster der Herrn Berti-Kirche überfallen und ihm den Schlüssel geklaut. Küster? Was denn für ein Schlüssel?
Schlüssel vom Tor. Aber das ist doch eher was für das Diebstahldezernat. Nicht kombinieren, Overbeck, mitkommen. Tobias? Was soll das? Ich bitte dich. Du sollst nicht bitten. Du sollst einfach nicht mehr lügen. Tu das Gewehr weg. Es gibt für alles einen Ausweg. Was auch immer du gemacht hast. Was ich gemacht habe? Was ich gemacht habe? Du hast etwas gemacht. Ich? Was soll ich denn gemacht haben? Du hast den Monsignore umgebracht, weil er von deinen Schwarzgeldgeschäften erfahren hat. Dabei war genauso geldgierig wie du, nur ein bisschen moralischer. Das ist Unsinn. Doch, Vater. Vater? Ja, du bist doch mein Vater. Ich bin dein Großvater. Ja, du bist mein Großvater und mein Vater. Altraud Voss Höfel hat euch damals gesehen. In der Scheune, dich und Mama. Mama war gerade 17. Tobias, das verstehst du nicht. Nein, das verstehe ich auch nicht. Genauso wenig wie du die Aktion verstanden hast, die ich gemacht habe. Du solltest sehen, dass ich es weiß. Und was hast du gemacht? Du hast sie benutzt, um den Mord an Katz den Wiedertäufern anzuhängen. Katz hätte uns ruinieren können. Er wollte eine Buchprüfung im Fonds, in der Firma. Scheiß auf Katz, lenk mich ab! Sag es. Was? Sag es. Was soll ich sagen? Sag es endlich, dass du sie missbraucht hast! Deine eigene Tochter! Tobias. Tobias! Du kotzt mich. Tobias! Eine Stunde länger werden wir mit dir unter einem Dach leben. Ich bringe dich vor Gericht. Es ist vorbei, Vater. Noch bestimme ich hier, wann was vorbei ist. Nicht ganz. Fahr zur Hölle. Ich frage mich die ganze Zeit, war er jetzt eigentlich gegen die Kirche oder nicht? Naja, sagen wir, für eine bessere Kirche. Na, das dachte ich mir. Zumindest für eine andere Kirche. Naja, das auch. Was wird der Junge kriegen? Bewährung. War's. Ich kenne es ja noch von früher. Tut mir leid. Vor allem, weil ich dachte, dass du in die Sache verwickelt bist. Aber du kanntest die ganze Geschichte zwischen Mareike und ihrem Vater. Hat Tobias dir gebeichtet. Tobias wollte, dass du Moorwessel ans Kreuz lieferst. Und als du nichts unternommen hast, dann musst du ja selber aktiv werden. Georg, wir sind alle Menschen. Menschen sind fehlbar. Davon lebe ich. Ich auch. Du hast 100.000 Euro auf der Straße gefunden und sie in den Fonds gesteckt? Ja, so in etwa. Das hat strafrechtliche Relevanz. Alex, manchmal ist es einfach von Vorteil, wenn man bestimmte Sachen nicht um jeden Preis vor Gericht bringt. Stuf die 100.000 als unbedenklich ein und lass dem guten Zweck zukommen. The giving out.
gone, 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 gone.